Okay, Zeit für den Besuch bei Grandma und Grandpa. Die sind tot. Nicht deine Großeltern, Peter. Ich spreche von meinen Eltern. Ich hasse es bei denen. In ihrem Haus darf ich nichts anfassen. Und außerdem hat Dolph Lundgren heute Geburtstag. Und ich und die Jungs feiern das immer, indem wir Rocky 4 gucken. Gut, es ist vielleicht besser, wenn du nicht mitkommst. Du schaffst es immer, uns vor meinen Eltern zu blamieren. Könnten ihn auf dein Apple TV streamen. Ach, das ist das. Ich dachte, das ist ein Untersetzer. Ich stelle schon seit einem Monat kalte, feuchte Sachen drauf. Schalt ein. Rocky 4 werden wir da ganz bestimmt finden. Wie soll man das einschalten? Es hat keine Knöpfe. Naja, vielleicht hat's eine Sprachsteuerung. Rocky 4! Rocky 4! Gehen wir in den verdammten Laden. Sekunde, lass mich zuerst versuchen, die PlayStation anzuschreien. Wladimir Putin? Da. Wo ist Toilette? Ich habe im Flugzeug George Brett gemacht. Igitt! Googelt das schön während der Werbepause. Ein Mann verprügeln? Außer er, feiges amerikanisches Huhn. Haben Sie mich gerade feiges Huhn genannt? Ja, feiges Huhn. Kukuriku, Kukuriku, Kukuriku. Klingt anders in Russland. Niemand nennt mich feiges Huhn. Wir gehen raus. Jetzt. Hi, wir sind die Veranstalter eines Gewinnspiels. Jemand namens feiges Huhn hat $1 Million gewonnen. Ein Konflikt. Oh, ziemlich schnell, ha? Huh? Und wie wär's damit? Oh. Jetzt kommt die Windmühle. Haben Sie genug? Der ist hin. Peter! Oh, das Handy von Putin vibriert. Ah, die Sonne auf meiner besoffenen Brust fühlt sich gut an. Weißt du, du bist ein guter Kerl, Peter. Freund? Wie sagt man Freund auf Russisch? Dafür gibt es kein russisches Wort. Oh, ich fühle mich geschmeichelt, aber mein Zuhause ist hier. Und außerdem kann ich nicht nach Russland. Ich habe Angst vor Brigitte Nielsen. Sie hier bei euch, in eurem Land. Sie ist jetzt hier? Ist okay, weg hier, weg hier, weg hier. Abflug sofort. Oh mein Gott, sie kann die kleinen Fläschchen voll Alkohol riechen. Wir müssen abheben, los! Lieber Gott, bitte schick mir eine 2 Meter große blonde Frau, die gern so lang säuft, bis sie umkippt. Unsere Gebete wurden verwechselt. Willkommen in Russland, Peter. Mann, Russland hat die schärfsten und die hässlichsten Frauen auf der Welt. Nur Zehnen und Einsen. Wow. 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 Oh, ich bin ein Wow. Was weiß ich, du, wenn die Leute keine Miete zahlen? Schieb ihr Drogen unter und ruf die Bullen. Ich weiß nicht. Ich bin zwar pleite, aber es ist doch beschissen, jemandem so etwas anzutun. Dann muss ich dich rauswerfen. Okay, gut. Aber wo kriege ich Drogen her? Ich habe den Kofferraum voll Koks. Komm mit zu meinem Auto. Brian Griffin, Ihr Leben wird sich gleich verändern. Brian Griffin? Wir haben heute wirklich nicht viel Glück. Hey Meg, was treibst du? Nicht viel. Hab gerade einen Kuchen aufgegessen. Vielleicht geh ich zur Mülltonne und guck, ob ich deine Ratte küssen kann. Ich war gerade draußen. Nein, nicht sie! Oh, Entschuldigung. Ich winke jedem zu, außer Ihnen. Hallo, jeder außer ihm. Hallo! Der Essen ist fertig. Essen ist fertig. Schnauze. Ein Schnäpschen in Ehren kann niemand verwehren. Hey, Chrissy! Eine bezaubernd formlose Begrüßung. Wie geht's dir, Hackfresse? Ich habe Ärger bekommen, weil ich unsensibel zu transsexuellen Kindern war. Was hast du gesagt? Die haben eine A-Cappella-Gruppe gegründet und sind alle etwas mopplig. Da habe ich gesagt, hey, wie wär's, wenn ihr eure Gruppe die Transfetten nennt? Meg, du sitzt heute Abend neben mir. Aber Dad! Tut mir leid, Chris, du hast meine Sympathien verspielt, vielleicht für immer. Wie mit der Spülung einer Hochdrucktoilette. Hey, pinkeln Sie? Nein. Kacken Sie vielleicht? Ich versuche, den Tag zu genießen. Belästigen Sie den Typ da drüben. Der Sommer ist bald vorbei, hä? Dad? Dad, wach auf! Hä? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Wir müssen dieses Boot gestern gestohlen haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh nein, mein Akku ist leer. Ich habe noch ein bisschen Saft, also können wir entweder A, jemand anrufen, der vielleicht rangeht und vielleicht helfen kann. Oder B, wir können ganz sicher Gesichter tauschen. Guck dich an! Guck mich an! Das macht diese App! Oh, wir werden sterben.
Dad, du hast voll den Sonnenbrand. Ich kann mich nicht bewegen, weil es so weh tut. Oh mein Gott, Peter, was ist passiert? Was passiert ist? Gute Frage. Um sie zu beantworten, müssen wir etwas zurückgehen. Hört auf mit dem Scheiß! Oh. Nein, so wie es aussieht, fehlen deine noch. Wie wir wissen, liegt der wahre Geist dieses Festes in der Freude des Gebens. Ich habe uns als freiwillige Helfer morgen im Obdachlosenheim eingetragen. Das ist euer Geschenk. Was? Letztes Jahr hast du uns ein scheiß Gedicht geschrieben und jetzt das? Ich fand dein Sonett so nett. Da kommt das Auto von Dad! Der fährt aber schnell. Kannst kaum erwarten, uns zu sehen. Auf der Straße, ihr Idioten! Und er fährt direkt in die Bar. Die liegt auf der anderen Seite der Stadt. Er hat einen Umweg gemacht, um das hier zu tun. Tja, ich glaube, ich sollte mich lieber verdrücken, bevor diese hyperhysterischen Weihnachtssänger hier auftauchen. Have you heard the story that they're telling about Bethlehem? Have you heard the story of the Jesus child? Oh, zu spät, zum Hinterausgang. How he came from heaven and was born in a manger bed. Zu den Fenstern. Mary was his virgin mother, pure and mild. Der Sternenblizzard. Mit moderner Technologie tauchen sie ihr Zuhause in einen Blizzard aus Lichtern. Das ist viel leichter, als Weihnachtsbeleuchtung zu verkabeln. Ich lasse mein ganzes Haus für ein paar Pennies am Tag erstrahlen. Ich hab reingeguckt und jetzt bin ich blind. Schatz, das Haus sieht fantastisch aus. Wer ist da? Hey Frank, kannst du das abschalten? Meine Katze flippt total aus. Wer ist das jetzt? Ich erkenne noch keine Stimmen. Ich bin neublind. Sternenblizzard, frohe Weihnachten. Und gucken Sie nicht direkt rein. Bevor du dich hinsetzt, musst du ein paar Sachen erledigen. Okay, zuerst musst du die Weihnachtsbeleuchtung von letztem Jahr abbauen und die von diesem Jahr aufbauen. Dann holst du die Eierlikörgläser vom Speicher und schlägst dir den Kopf an der Dachluke an. Dann bringst du meine Cousinen zum Flughafen und holst meine anderen Cousinen von einem anderen Flughafen ab, der weiter weg ist. Dann den Weg räumen und salzen. Dann die Einfahrt räumen und salzen. Dann die Einfahrt von Mrs. Whittaker räumen und salzen. Sie ist 96 und braucht Hilfe. Wir brauchen 4 Kisten voll Dekotannenzapfen. Hol die Kisten im Baumarkt und die Zapfen im Dekogeschäft. Dann bläst du den Riesenschneemann auf und stellst ihn vors Haus. Die Pumpe ist kaputt, blas ihn mit dem Mund auf. Dann nur noch die Wäsche, den Müll rausbringen und das Haus etwas nach links verschieben. Ich guck meinen Patrick Swayze-Film und steig in eine zu volle Badewanne. Oh, jetzt will ich auf der anderen Seite sein. Hat ja toll funktioniert. Dann kacke ich jetzt mit einem nassen Hintern auf einem rutschigen Klositz. Wer ist da? Großmutter, hier ist Carter. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Ich bin hier mit Lois und den Kindern. Sie schicken dir liebe Grüße. Wie geht es dir? Es gibt zu viele große Nasen in Brasilien. Was heißt große Nasen? Sie meint Weihnachtsmänner. Sie meint wen anders. Mal sehen, ich glaube, das ist für Chris. Großer Gott! Sieht aus wie 2 Eier in einem alten Taschentuch. For the weekend. Mom, was macht er da? Ich weiß nicht. Machen wir einfach weiter Geschenke auf. Irgendwann wird er müde. Servierung? Ja, dieses Jahr soll es ein nettes Restaurant werden. Nicht wie letztes Jahr, wo wir in diesem warmen Steakhouse waren. Und mit warm meine ich homosexuell. Bevor ich Ihnen die Tageskarte vorstelle, muss ich Ihnen eins sagen. Ich bin schwul. Ein Scheißdreck bist du. Keiner meiner Kellner ist schwul. Peter, bitte, er ist unser Kellner. Er ist der einzige Kellner, den wir haben. Lois, unser Kellner ist für uns gestorben. Wir werden uns nur noch der weiblichen Spülhilfe zuwenden. Er braucht nur etwas Zeit. Scott, ich bin jetzt endlich bereit für die Tageskarte. Glückwunsch zum Valentinstag, Lois. Geben wir uns ein kaputte Ehewangenküsschen. Oh, hey, Brian, wie läuft dein Abend? Ich hoffe, Rupert und ich sind da oben nicht zu laut gewesen. Glückwunsch zum Valentinstag! Ja, Brian, wenn du schon einsamer Loser bist, dann kannst du es wenigstens genießen. Moment, was mache ich da? Schokolade ist giftig für Hunde. Ich höre lieber auf, oder? Scheiß Lärm auf! Manche Leute wollen was für ihre Ehe tun! Was ist mit dir, Brian? Sturz besoffen kommt von Sturz? Schlechte Witze werden mit Gefängnis bestraft. Dann lass ich mal lieber die Seife nicht fallen. Der wird mit dem Tod bestraft. Ist das hier das Institut für Rassenkunde? Nein, wir kümmern uns um Rassehunde. Das Institut für Rassenkunde finden Sie gleich nebenan. Ah, das ist leicht zu verwechseln. Das muss Ihnen dauernd passieren. Der deutsche Schäferhund, bitte? Der deutsche Schäfer bin ich. Das hier ist alles äußerst verwirrend. Oh mein Gott, hallo Arthur! Ich liebe dich so sehr und ich habe heute noch gar nicht geflucht! Dad, hol die Thunfischschüssel von unter meinem Bett!
tot! Er ist tot! Mission ausgeführt, rote Kuh, Ende und aus. Ah, das sieht lecker aus. Peter, ich mache mir wirklich Sorgen um Chris. Der Schock über den Tod von Arthur Valentin scheint ihn sehr mitgenommen zu haben. Er sitzt nur noch da und vegetiert vor sich hin. Chris, geht es dir gut? Hier sind Mom und Dad. Wir dachten, Zeit des Erwachens! Peter, ich bin nicht sicher, ob... Zeit des Erwachens! Du wirst ihm wehtun, wenn... Zeit des Erwachens! Peter, hört damit auf! Ja, vielleicht, aber ich könnte es mit einem Basketball versuchen. Zeit des Erwachens! Oh Gott, seine Nase ist gebrochen. Er hat nicht mal gezuckt. Das ist übel. Nehmen wir deinen Plan. Rollen wir ein bisschen Klopapier zusammen, stecken sie ihm in die Nase und dann versuchen wir es mit deinem Plan. Tui, wir machen bei der Hundeshow mit. Wo ist Tui? Er hat mich gegessen. Gegessen. Chris, du musst wieder ins Leben zurück. Ich meine, ich habe das auch durchgemacht. Hör zu. Ich habe das nie jemandem erzählt, aber ich habe 2002 eine Fußgängerin überfahren. Sie sah alt aus, aber sie war erst 51. Für mich war das sehr alt damals. Deswegen rede ich immer so viel und stelle so viele Fragen. Wenn ich nur einen Moment leise bin, dann denke ich an sie. Deswegen machen das alle Mütter so. Jede Mutter hat jemanden umgebracht. Arthur Valentin! Chris, du bist wieder da! Er ist gestorben, ich hab's gesehen. Das kann nur eines bedeuten. Er ist ein Zombie! Was? Nein, 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 was? Hör auf! Was zum Teufel machst du? Ich hab The Walking Dead gesehen! Ich muss dein Gehirn zerstören und dann eine Stunde darüber reden! Lass ihn, Chris! Es ist nicht so, wie du denkst! Dad? Das soll's werden? Wir soll's gleich hier machen? Jetzt sofort? Aha. Die Vereinigung muss dokumentiert werden. Brüde zur Besteigung bereit. Dreht das Licht auf. Was? Nein, ich brauch's dunkler! Und könnte jemand Musik auflegen? Vielleicht Drake oder The Weeknd? Ha, jetzt macht er schlapp, er bringt es nicht. Quagmire, was machst du hier? Ich habe eine Zugangsberechtigung zu allem, was in dieser Stadt mit Sex zu tun hat. Manuelle Unterstützung eingesetzt. Vereinigung beginnt. Okay, danke, Mann. Aber nein, das kriege ich allein hin. Gib mir einen Moment, ich muss mir ein Bild in den Kopf rufen. Vielleicht eine scharfe Babysitterin, die das College bezahlen muss und deswegen... Kann jemand die scheiß Köter abschalten? Dieses Exemplar ist nicht begattungsfähig. Bringt den Boxer rein.